Was ein Scheiß, Alter. Ja, allerdings. Na dann? Na dann. Ja, wir haben versucht, hier noch ein paar Passanten zu befragen. Wir haben gerade eine Passantenfrage versucht, aber es hat wohl nicht ganz also so geklappt. Also um die 50. Wie viele haben wir nochmal beantwortet? Wie lange standen also wir jetzt haben, also wir waren jetzt 2 Stunden lang damit beschäftigt, zu versuchen, irgendwelche Leute dazu zu kriegen, uns Fragen zu beantworten. Und haben eine Person dazu gebracht, uns Fragen zu beantworten. ...2019 war ja super Wahljahr in Europa und ja, waren Sie wählen, die Frage? Und klar, ich wähle selbstverständlich. Selbstverständlich war ich wählen. Ja, was haben Sie denn gewählt? Ah, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber das kann ich trotzdem verraten. Ich habe natürlich Bündnis Grundeinkommen gewählt, weil ich Grundeinkommen haben möchte. Weil ich denke, dass die Welt unterdessen so modern ist und wir uns leisten können, dass wir eben nicht Menschen zwingen müssen zu arbeiten. Das ist ein faschistisches System, der Zwang zur Arbeit. Das kennen wir von Nationalsozialisten. Jetzt können wir es uns leisten. Grundeinkommen für alle. Gibt es aber keine, also weniger Sozialleistungen. Aber wir machen die Menschen frei, selbst zu entscheiden. Okay, so, und da geht es. Das ist eine monothematische Partei. Und die versucht eben das Grundeinkommen einzuführen. Das ist das Ziel. Ja, das ist doch gut. Genau, und das finde ich, dass wir alle, jeder soll das bekommen. Auch unabhängig davon, ob er hier geboren wurde oder nicht geboren wurde. Das ist eigentlich die eigentliche Alternative für Deutschland, oder ich sage das Grundeinkommen und nicht ein neuer Faschismus. Im Grundsatz ist die AfD ja nichts weiter als die alte NSDAP. Okay, wenn Sonntag Bundestagswahl wären, würden Sie nochmal so wählen? Selbstverständlich, Grundeinkommen. Würden Sie wieder wählen? Ja, natürlich. Okay, ja, vielen Dank. Bitteschön. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich würde Sie gerne bei einer Passantenumfrage befragen zum Thema Politik. Ja, sehr gerne. Ja, nun, 2019 war Superwahljahr mit der Europawahl, der Landtagswahlen in einigen deutschen Bundesländern, zuletzt Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Waren Sie wählen? Natürlich war ich wählen, selbstverständlich. Und das ist doch schön. Das ist Bürgerpflicht. Und wen haben Sie da gewählt? Selbstverständlich habe ich die Partei gewählt. Wieso denn das? Die Partei, so ist es meine... So. Ja, gut. Ja. Das ist gut. Ja, was tun los? Kein Rekord. Gut, dann haben wir... Mach was sauber. Das ist etwas Scheißdreck. Gut. Aber ich glaube, den Leuten, die deinen YouTube-Kanal gucken, sollte bewusst sein, was du willst. Ja, könnte sein. Was macht? Ah, diese Kamera steuert. Links und rechts ist halt nur aktuell jetzt in der Bewegung drin. Ja. Versuch gerade so ein bisschen mit der Kamera zurechtzukommen. Film hier so ein bisschen die Menge. Abschnittsbilder. Wo wollen wir jetzt hin?